Man lebt nur in den Augenblicken, in denen man bereit ist zu sterben. Im Westen stocken die Engländer und Franzosen ihre Truppen auf. Und im Osten hält der Russe uns unvermindert ein Messer an die Kehle. Abseits! Wie heißt sie, Schwester? Johanna. Ihr habt mir meine Tochter weggenommen. Vater? Du hast kein Kind. Ein Kriegshure. Das bist du. An Weihnachten gibt es hier auf neutralem Boden keine Nationen. Weder Briten, Franzosen noch Deutsche, nur Christen. Nur weil sich die Welt um uns herum die Köpfe entschlägt, muss doch der Champagner nicht warm werden. Ich weiß, wo dein Kind ist, Gräfin. Ich weiß, dass Sie für den deutschen Geheimdienst arbeiten. Wo ist meine Tochter? Willst du mich etwa so erschießen? Nach der Hochzeit arbeiten Sie nicht mehr bei uns? Stört Sie das? Ehrlich gesagt, ja. Ich fürchte, wir müssen jetzt lernen, uns gegenseitig zu vertrauen. Are you a doctor now? Regel Nummer 1. Wer auffliegt, stirbt. Entweder du oder der Feind, aber einer stirbt. Wenn meine Familie, wenn Ellie, wenn irgendwem irgendetwas zustößt, geht die Briefe raus! Die einzige reale Chance für Deutschland, diesen Krieg zu gewinnen, ist Wladimir Iljitsch Lenin. Diese Mission hat oberste Priorität. Schuld an diesem Krieg ist die Demokratie. Die Demokratie ist reaktionär, kapitalistisch, nationalistisch und ohne jedes europäische Gewissen. Ihre Humanität ist pure Heuchelei. It will rain death. 3, 2, 1, tick, tack, tick. Keine Absurdität. Johanna Gabbadona ist eine deutsche Spionin. Die Krankenschwester scheint Ihnen ans Herz gewachsen zu sein. Soll sich jemand anders um Sie kümmern? Das ist nicht mein Stil. Ich habe keine Angst vor Ihnen. Ich habe den Krieg gesehen.